Weiter geht's bei Farthest Frontier, ihr Lieben. Und ich muss am Anfang nochmal eine Sache sagen. Es tut mir ganz schrecklich leid, ich musste leider eine Folge ausfallen lassen. Im Let's Play-Kalender ist die auch schon entfernt. Ich war ein bisschen krank und dort war die Vorproduktion dann tatsächlich aufgehoben. Mittlerweile geht's mir wieder gut, ich kann wieder Videos machen. Aber da muss ich tatsächlich noch ein bisschen auf mich achten. Ich war, wie gesagt, nichts Schlimmes, eine Virusinfektion. Alles gut, das wird wieder. Aber wir müssen natürlich trotzdem weitermachen, ja. Wir würden angegriffen. Und ich weiß, ich habe schon mal ein paar Sekunden weitergespielt. Bär, genau, das Bär, der ist schon erledigt. Hunds Uwe hier unten, der läuft auch gerade weg. Ich erinnere mich, dass wir kurz vorher noch einen Angriff hatten und dann hier die Bimmel aktiviert haben und dann hier vorne die Garnisonen aktiviert haben und dann hier unsere beiden Verteidigungstürme aktiviert haben, damit wir hier eben nicht angegriffen werden. Und wir haben auch hier bereits einen weiteren in Bau. Im Bau. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir... Tja, hier... Also, ich bin mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, ob wir den Angriff schon hinter uns hatten oder... Nee, da ist er. Ja, okay, alles klar. Hat sich das erledigt. Da ist er, der Angriff. Und ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja, komm, läuft. Ja, das Dorf wird überfallen. Ja, jetzt haben wir es doch. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, von wo jetzt noch mehr Plünderer kommen. Da haut schon einer ab. Der hat keinen Bock mehr. Wir verfolgen jetzt hier auch keinen. Aber natürlich das Ding erstmal nur überleben. Hier hinten die Häuser stehen natürlich ein bisschen doof da, das muss man ganz klar sagen. Aber wir werden auch weiterhin nur unseren Kernbereich schützen hier. Mehr nicht, das ist so die Kernindustrie und die Kernhäuser. Das klingt jetzt doof, aber wenn so dieser Außenbereich drauf geht, dann ist das unschön. Aber dann können wir trotzdem das Spiel noch weiterführen. Deswegen werde ich auch weiterhin erstmal nur hier diesen Kernbereich beschützen. Und... Tja, es ist die große Frage, ein Plünderer wurde getötet, können wir jetzt hier schon weitermachen? Können wir den Alarmstatus schon aufheben? Ich würde mal sagen, wir werden die wieder zur Arbeit entlassen, die Leute, werden aber die Gebäude noch hier sicher lassen. Ja? Ich habe nämlich ehrlicherweise keiner, ich meine, wir haben zwei Angriffswellen gehabt aus zwei Richtungen, einmal von hier. Und einmal von hier. Oder waren es zwei von hier? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Es tut mir ganz schrecklich leid, dass ich mich da tatsächlich auf genau den Punkt nicht ausgiebig vorbereitet habe. Da fehlte mir tatsächlich ein ganz bisschen die Zeit. Jetzt werden wir schon wieder angegriffen. Nee, da ist noch ein Fritze. Genau. Wo kommt denn der her? Siehst du? Habe ich es doch gewusst, dass wir von zwei Seiten angegriffen worden. Genau. Deswegen, einmal von da. Genau, einmal von zwei Seiten wurden wir angegriffen. Da erinnerte ich mich noch dran. Aber wir lassen das jetzt erstmal weiterbauen hier. Denn wir brauchen unsere Leute. So, jetzt müssen wir aber nochmal schauen. Denn der hier braucht ja auch gleich noch Bevölkerung. Jetzt müssen wir tatsächlich das Bauen hier ein bisschen zurückfahren. Der Bogner, das funktioniert noch. Jetzt gucken wir nochmal in den Gerber und in den Schuster rein, ob wir hier alles, ob wir da alles haben. In den Gerber und den Schuster. So. Tja, ist die große Frage, aus welcher Seite wir angegriffen werden. Genau, also... Hä? Auf jeden Fall haben wir zwei. Jetzt immer Schritt für Schritt. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Gerber und Schuster wollten wir uns angucken. Das war falsch. Blub. Das passt alles. Wir haben genug Schuhe. Wir haben genug Fellmäntel. Wir haben noch Kleidung. Das Thema ist auch okay. Dann können wir die erstmal rausnehmen, die beiden. So. Seife. Einmal kurz geguckt. Und dann schauen wir ins Lager rein. Da haben wir auch, ne? Die Frage ist halt, ob uns 8 Leute hier reichen. Das wären ja gleich nochmal weniger. Der gibt uns hier eher so 9 Leute vor. Pass auf, wir machen den Seifen
Die Seifensiederei, die schmeißen wir auch nochmal raus. Dann wären es ja gleich wieder zwei weniger. Hier machen wir nichts. Obwohl, wir können bei den Bauern mal schauen. 2 auf 2 auf 7. Da nehmen wir nochmal ein weniger. Ja, genau, so machen wir das. Und dann werden wir bitte ihn hier priorisieren, dass das Ding jetzt zuerst abgearbeitet wird. Und wir haben keinen Stein mehr. Ah, ist das ärgerlich. Ihr habt übrigens auch gesagt, ey Nerd, stell doch das Ding hier gerne zum Steinproduzenten hin. Ja, habt ihr völlig recht. Ja, müssen wir machen. Aber das ist dann halt auch so viel Min-Maxing. Wenn der Stein abgebaut ist, müssen wir dieses fahrende Lager dann auch an die Stelle fahren, wo es gebraucht wird. So, nur dann macht es Sinn. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wir müssen den Moment abpassen, wenn er hier, das können wir mal, das war der falsche, er hier, jetzt fahren, bringen wir den mal dahin, so, dahin fährt, diesen Stein hier, das sind nur noch 8 Steine, nein, haben wir hier nicht mehr? Wo habe ich denn den Stein jetzt abgebaut? Habe ich überhaupt noch Stein markiert zum Abbauen? Eieieiei. Ja, ist ja kein Wunder, dass das nicht gebaut wird. Will kein Stein markieren zum Abbauen, dann kann es ja nicht gebaut werden. Ho, ho, ha, ha, ha. Tja, da oben haben wir zu wenig, ne? Tja, jetzt haben wir das. Jetzt kommen sie wieder, unsere 3 Probleme. Wir haben keinen Stein, wir haben keine Leute. Und wir haben noch kein Lager. Das macht keinen Sinn. Wo haben wir denn hier Stein, Leute? Da ist einer. Hier? Da hinten, ne? Oh Gott, das dauert ja ewig und 3 Tage. Oh. Gebäude einebnen wollte ich jetzt nicht. Mauern verwalten auch nicht. Entfernen. Ach, Quatsch. Ich dachte, das Entfernen bezieht sich auf als Ziel entfernen. Ah, nee, wir machen das. Wir machen das. Wir werden den Steinblock priorisieren und werden gucken, ob wir das ein bisschen Min-Maxing-mäßig hinkriegen. Das mobile Lager einmal da hinstellen. So. Okay. Tja, puh, das ist natürlich doof gelaufen jetzt, ne? Dass uns jetzt diese 15 Steine hier fehlen. Ich befürchte auch, dass wir die so schnell nicht rankriegen werden. Nun denn. Dann kann er da schon mal weiterbauen. Haben wir denn Bretter auch nur 6? Ein neuer Händler ist eingetroffen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Haben wir jetzt 2 Händler? Ja, 2 Händler sind eingetroffen. Genau, die können wir uns mal angucken gleich. Jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir hinten diesen Stein abgebaut bekommen. Da kommen sie. Ha! Und wird direkt von einem Wolf empfangen. Oh, ich liebe dieses Spiel. So, jetzt pass mal auf. Ja, und er ist direkt in Reichweite. Mega. So, zacke, bumm. Einmal dich wegmachen und dann direkt den Wolf auch gleich mit. Zack. Den Wolf mal erledigen wir auch gleich. Ja, das wird. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern, das passt. Sehr schön. So, haben wir den nächsten Plünderer. Wo ist das nächste Ding? Da kommen sie wieder. Das könnte hier unten fies werden an der Seifensiederei. Obwohl, da gibt es nur Haufen. Also ich hoffe mal, dass sie da nicht angreifen. So, jetzt machen wir erstmal ganz kurz den Händler. Das dürfen wir ja auch nicht, das dürfen wir auch nicht übersehen. Nehmt es mir nicht übel. Ich werde jetzt hier kein Geld verdienen. Wir wissen nicht, wie das mit dem Angriff ausgeht. Wir können aber trotzdem gucken, ob wir sinnvolle Waren einkaufen für die 200 Gold, die wir noch haben. Ansonsten gibt es grundsätzlich hier eine Sache, die kann man machen. Mag ich persönlich ungern. Für mich ist das so ein halber Cheat. Naja, eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es kein Cheat, sondern ja, durchaus auch eine gewollte Sache. Ist egal. Ich mach's ungern. Aber wenn uns das Geld ausgeht, machen wir es trotzdem. So, das ist jetzt so mal die Regel, die ich jetzt hier festlegen würde. Was meine ich damit? Wir können natürlich gucken, wenn beispielsweise der hier etwas oder einer der Händler etwas für kleines Geld verkauft und ein anderer Händler das für großes Geld
einkauft, dann können wir da natürlich gucken, dass wir da handeln. Ne? Das ist eine Sache, die können wir gut machen. Wir können ja mal schauen, was die jeweils hier der Händler kauft diese Ware, verkauft sie nicht. So, er kauft jetzt hier guck mal, Schuhe, Seife und Werkzeuge. 35,79. Jetzt gucken wir mal hier rein. Seife. Okay, kaufen die beiden nur. Gibt es etwas, was er verkauft? Der würde zum Beispiel Werkzeuge verkaufen für 27 und der verkauft die für 35. So, ist immer nur ein kleiner Gewinn. Das heißt, wir könnten jetzt von dem hier Werkzeuge einkaufen, die uns ins Lager packen und die dann direkt an ihn verkaufen. Das müsste ich jetzt hoffentlich richtig im Kopf haben und würden dann pro Transaktion einen kleinen Gewinn machen. Und das könnten wir im Prinzip so lange machen, bis der kein Werkzeug mehr hat. Wir brauchen nur einmal theoretisch die Initialkosten, um das Werkzeug zu kaufen. Und dann klicken wir uns da die ganze Zeit hoch und dann machen wir uns den kleinen Goldvorrat. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das Geld nicht brauche, also das auch. Aber Junge braucht das Geld, ist ja erst die xx-te Folge. Ein drittes X gibt es nicht. Und ich mache das aber bewusst nicht, denn die Leute hier wollen natürlich Geld haben. Ja, also ich meine, die kommen ja nicht aus Jux und Tollerei, um einen Kaffee zu trinken oder ein Bier. Abgesehen, dass wir kein Bier haben. Die wollen natürlich schon irgendwas ausrauben. Und wenn Gold da ist, da kommen sie. Und wenn Gold da ist, dann rauben die natürlich Gold aus. Ne? Klar, also das wollen sie ja schon haben. So, jetzt kommt doch noch ein bisschen näher, meine Lieben, damit wir euch immer so richtig schön begrüßen können. Na, da haben wir sie doch. So, schön. Komm, mach aus ihm. Ja, der zweite Turm hat sich hier richtig bezahlt gemacht. Oh, sehr gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ihm fehlt noch eine Waffe. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile gebaut. Ja, die haben keine Waffen. Okay, ist nicht schlimm. Hat er aber. Wie viele Pfeile haben wir denn noch auf Lager? 16. Gut, die haben natürlich auch Pfeile jetzt im Inventar, ne? Vielleicht sollten wir gleich den Pfeilbauer nochmal auf 120 Pfeile oder sowas machen. Könnt ihr nicht woanders lang gehen? Ich habe doch bis hier schon gebaut. Oh, Leute, ey. Ja, das kümmern wir uns jetzt nicht drum. Jetzt müssen wir uns erstmal den Angriff kümmern. Ja, mega. So, da ist der nächste. Oh, shit. Ja, da müssen wir was gegen machen. Okay, das ist ein Fernkämpfer, das ist doof. Da müssen wir... Habe ich jetzt... Davar und Luala? Moment, die gehören jetzt aber nicht hierzu, oder? Ah, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ihr müsst hier bleiben, bitte. Das machen wir nicht. Der muss besetzt bleiben, der Turm, für Notfälle. So, wo sind die? Die sind da drin. Ja, entschuldigt bitte, habe ich den falschen. Ich habe auf den falschen geklickt. Mit ihr holt euch bitte ihn hier. Ja, so, jetzt weglaufen. Ja, komm, genau. Zieh ihn da schön hin. Na, nee, komm, du, da haust auch ab. Wir müssen ihn nur dahin ziehen. Zack. So, dann haben wir das auch erledigt. Ein Gebäude benötigt mehr Arbeitskräfte. Ja, ich weiß das. Wir haben gerade keinen. Wir werden hier angegriffen. Es geht um Leben und Tod, Leute. Ja. Gibt es da eigentlich eine Leichengrube oder was passiert mit denen? Ich glaube, die verschwinden dann einfach, ne? Eine Gruppe von 8 Plünderern greift an, 7 Plünderer wurden getötet. Okay. Das ist lieb, dass du mir das sagst. Das heißt ja, summa summarum müssten wir noch einen haben, ne? Also, ich sag mal so, unsere Verteidigung passt im Moment. Da mache ich mir jetzt noch keine großen Sorgen. Wartet mal, wisst ihr, was wir machen können? Wir können mal nach Nahkampfwaffen gucken. Bevor wir hier weitermachen. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Vertickt einer... Ja, 140. Hei, oh mei. Wir brauchen wie viel? 3 Stück. Ja, da könnten wir mal überlegen, ob wir uns tatsächlich einmal... für 27 die hier holen. Bis auf 216 kaufen und lagern. Blub. Da
an den Händler hier verkaufen. Jetzt machen wir diese Schweinerei mal, damit wir das Geld haben. So, gucken wir mal. 280, ja, Gegenstände verkaufen, blub. So, jetzt mal gucken, wir müssen immer darauf achten, da sind wir bei 35, noch geht's. Wir machen das nochmal mit einer Ladung, 27, ja, ein bisschen Gewinn machen wir noch. So, 27 passt, wir sind bei 280, 270, 10 Stück, 27, blub. Und jetzt gehen wir dahin. Und verkaufen das wieder alles. Ja, schade, mehr nimmt er nicht. Na, dann haben wir noch zwei Werkzeuge übrig. Ist okay. Dann haben wir wieder 280. Moment, nee, ich will ja verkaufen. So, zack. So, jetzt haben wir 363. Wir brauchen 140. Jetzt gucken wir mal, ob beide Händler 140 und... Ja, ja, Waffen werden im Krieg teurer, wie unerwartet. Macht der nicht schade, ne? Das heißt, wir können das tatsächlich auch nur hier kaufen. Er hat 31 dabei. Das passt also. Dann machen wir das noch einmal weiter. Ich versuche das jetzt mal so hoch zu treiben, wie es geht. Und nehme euch dann gleich wieder mit dazu. So, ich habe das jetzt ein bisschen hochgetrieben. Wir sind bei knapp 800, die wir haben. Der hat noch 232 dabei. Aber der Händler wird jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Geld von uns kriegen. Denn wir werden jetzt von ihm für das Geld, was wir haben, 5 Waffen kaufen. Damit können wir unsere Leute jetzt ausstatten und zumindest auch die im Nahkampf schon mal benutzen. Dann haben wir da ein paar Nahkämpfer, wir haben ein paar Schwerter, wir haben Bögen produziert. Wir müssen mehr Pfeile machen. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal auf ein Zettelchen aufschreiben. Also Pfeile sollten wir... Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier demnächst 2, 4, 8 Leute. Also 160 Pfeile sollten wir meines Erachtens nach schon haben, ne? Dass wir sagen, pro Person 20. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir müssen natürlich auch an die Jäger noch denken, ne? Wir haben 2 Jäger, pass auf, dann machen wir 200. An die Jäger, die brauchen das natürlich auch. Dann machen wir uns einen Pfeilvorrat von 200, kaufen jetzt die Waffen ein, zackebumm. Da müssen wir natürlich auch dran denken, dass wir... Habe ich die jetzt gekauft? Genau. Zu transportierende Gegenstände. Lager der Stadt. Okay, nee, passt. Gut, dann müsstet ihr euch jetzt dort Waffen holen können und dann sollten wir das auch besser bestehen. Die haben wir gesehen, da können wir jetzt erstmal wegklicken. Und jetzt schauen wir mal, ob hier hinten auch unsere Steine... Ja, mega. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Wir sind bei 12. Warum sind wir bei 12? Weil wir neue Leute bekommen. Was machen wir, wenn wir bei 12 sind? Dann muss ich... Nein, keine Pause. Dann werden wir jetzt den Bogner aktivieren, den Gerber, den Korbflechter, den Schuster und den Seifensieder. Dann sind wir bei 7. Aber die Jobs müssen jetzt einfach mal weitergehen. Ja, das muss jetzt einfach mal... Das muss einfach mal weiterlaufen. Und wenn wir die natürlich hier durchhaben, dann wird das hier wieder im Tuck besser werden, ne? So, da fehlen überall Steine. Da sind wir dabei. Wir ernten weiter. Da habt ihr mir übrigens auch den Tipp gegeben, dass wir das langfristig natürlich auch verbessern müssen, das Gebäude. Ja, wir brauchen das Geld, wir brauchen die Backsteine. Und dann wird hier auch noch ein bisschen mehr, und dann wird es hier auch noch ein bisschen besser. Aber wichtig ist jetzt vor allen Dingen, dass wir unsere Ernte einfahren. Denn ihr seht, wir brauchen die Ernte. Ansonsten gibt es hier schon ein paar Probleme, ne? So. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir eventuell... Tja, wollen wir ein Gebäude hier jetzt schon mal pausieren? Dass wir mehr Leute haben. Ich meine, es ist nur noch laut ihm hier ein Plünder übrig. Also wir werden auch gerade nicht angegriffen. Das ist halt die Frage, wo der rumgeistert. Ich kann es euch nicht sagen, Spiel sagt uns das nicht. Wir werden... jawohl, Schule, ganz wichtige Sache. Wir machen das Gebäude mal aus. Den lassen wir noch an hier. Ne, wir machen auch den hier aus. Wir machen wirklich nur ein Gebäude noch an. Als Kerngebäude. Und der ist ja auch gleich fertig. So. Ja, ich weiß, da ist wieder was schlecht geworden. Es tut mir ganz schrecklich leid. Okay.
Was bauen wir hier gerade? Den Ziegenstall. Jawohl, das ist gut. Ein Gebäude steht in Flammen. Was? Nein! Was ist das denn? Firewear! Ey, geh mal aus dem Feuer raus! Raus hier! Sisse! Nein! Oh Gott, Leute! Mach doch hier mal Feuer und Dingens und so. Das ist mir jetzt egal. Oh. Wenn du gerade denkst, alles läuft, ne? Ah, da kommt er. Ja, jetzt haben wir nur noch einen hier. Ja, das muss jetzt, das reicht. Plopp. So, jetzt haben wir 8 Plünderer greifen an. 8 Plünderer wurden getötet. Passt. Also wollen wir uns keine Gedanken mehr machen. Jetzt hoffe ich mal. Ich war nämlich fest davon überzeugt, dass wir hier zwei hatten, die hier in diese Richtung gehen. Da ist der gute Daniel. Der ist leer gewesen. Jetzt gucke ich mal. Ja, ich habe den Bauherrenwerkern halt nur noch zwei zugewiesen. Das muss jetzt erstmal reichen. Das muss erstmal reichen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier tatsächlich mal wieder eine Person mehr draufpacken. Denn wir brauchen halt die Früchte, damit wir uns ein bisschen vernünftig ernähren können. Das gehen wir gleich am Ende der Folge, gehen wir die ganzen Einstellungen und das Essen nochmal durch. Was wir aber jetzt schon machen müssen, ist einmal ihn hier. Der hat nämlich, ja, haben wir jetzt solchen Angriff vergessen. Müssen wir die Reichweite ändern. Tja, wo machen wir das denn hin? Von da hinten sind die Leutchens gekommen, ne? Das lassen wir mal lieber in Ruhe. Vorne hätten wir natürlich viel Schilf. Es tut mir leid, wir müssen es doch jetzt machen. Wir müssen einmal gucken, wie unsere Reserven an... Ach, du grüne Neune. Ja, oh, Gottes Willen. Weide brauchen wir für die Körbe. Und Kräuter brauchen wir für die Seife. Okay, easy. Also überhaupt kein Problem. Da haben wir noch genug auf Lager. Da brauchen wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Das heißt, wir können wirklich mal ein reines... Da ist ein Wolf, das will ich nicht. Da ist auch ein Wolf. Ah, das ist aber auch, entweder ist ein Wolf da oder die sind elendig weit weg, ne? Ich hätte nämlich gerne so ein bisschen Gemüse und Obst noch. Denn Obst pflanzen wir gar nicht an. Wir haben keine... Das ist echt ärgerlich, ist nur da vorne, ne? Tja. Augen zu und durch, würde ich sagen. Da müssen wir hin. Gut, gut. Haben wir das auch? Das Feuer ist auch gelöscht. Und Gott sei Dank. Das Gute ist, wir haben... Ist eine Pause? Ja. So, wir haben das da auch. Wir haben den Brunnen ja Gott sei Dank hier unten. Wir haben ja zwei Brunnen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wunderbar. Jetzt warten wir, bis die ganzen Gebäude fertig sind. Dann können wir ihn... Wollen wir ihn bemannen? Oder wollen wir das direkt deaktivieren? Ich würde sagen, da erstmal der Angriff. 8 Plünderer greifen an. 8 wurden getötet. Für mich jetzt erstmal durch ist, würde ich tatsächlich sagen, wir werden den auch deaktivieren und jetzt für den Notfall die beiden noch drinnen lassen. Ja, so, dann werden wir einmal ihn hier priorisieren. So, dann haben wir den auch und jawohl, 3 Dorfbewohner. Oh, zugewandert und geboren. Sehr gut. Die bitte investieren wir hier rein, weil wir haben 3 Leute bekommen, ne? 1, 2 und 3. Die Feldwirtschaft ist tatsächlich ja, wird immer wichtiger für uns. Ohne diese Felder hätten wir hier schon massive Nahrungsprobleme. So, und wenn wir schon dabei sind, gucken wir jetzt mal ins Lager, wie viel Fisch wir noch haben. Räucherfisch 79, Räucherfleisch 1000, verdirbt leider eine ganze Menge. Ja, Wurzelgemüse haben wir. Jetzt kommt wieder ein bisschen Fisch dazu. Wenn wir gerade dabei sind, werden wir einmal die Räucherei... Ja, das passt schon. So, der Jäger arbeitet hier. Jetzt müssen wir mal das Rehwild... Da, so wollte ich das haben. Auf 5, genau. Das ist er, das passt. Und du jagst, glaube ich... War das da... Oben oder so. Hier, ne? 4 und 5. Du hast auch noch genügend. Also, Haken hinter. Nächstes Thema, was wir uns angucken müssen, ist der Bogenbauer. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Bogenbauer abgeblieben ist. Da würde ich mir übrigens manchmal so ein Overlay mit Tab wünschen, wie bei Manor Lords. Da.
So. 80, genau. Wir müssen also die Lagerkapazitäten, da würde ich 200. Wir gehen auf 200 hoch. Und 8, dann machen wir 10. So. Und das musst du jetzt einfach durchproduzieren. Wir brauchen die Pfeile. Dein Dorf wurde geplündert. Das glaube ich jetzt nicht. Umfang des Raubzugs, 10 Plünderer getötet, 8 Dorfbewohner getötet, 0 Gegenstände geplündert, keine. Sehr gut. Also, Verteidigung funktioniert. Und mir ist es wichtig, dass diese Türme hier wirklich diesen Kernbereich schützen. Wir haben hier ein paar, die außerhalb sind, hier ein paar, die außerhalb sind. Aber ihr habt es gesehen, wir können die Leute immer mit geschickten, ich nenne es jetzt mal rumhampeln, natürlich auch immer wieder hier reinziehen. Ja. Also, top. Sehr schön. So, nehmen wir das hier mal weg, 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 weg. Ja. Ich bin übrigens, warum ich drücke immer auf Escape, falls ihr auf meinem Kanal schon länger seid, dann wisst ihr das. Ich bin so ein Escape-Hase. In den letzten Releases der letzten Jahre hat es sich irgendwie geändert, dass man Fenster mit Escape schließt oder Nachrichten wegmacht, sondern es öffnet sich immer dieses hier mit Escape. Das war früher, ganz früher mal auf F10, ja, und nicht so ein Autosave. Oder irgendwo anders. Und mittlerweile ist Escape dieses Menü. Und früher war es, wenn man hier so ein Fenster aufgemacht hat, wie hier oder sowas, dann, ne, seht ihr es? Das kann man mit Escape auch noch zumachen. Oder hier. Und wenn man jetzt aber hier so eine Nachricht hat, sowas ging früher auch mit Escape zu, in vielen Spielen. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Entwickler sich da vielleicht ein bisschen besser absprechen. So, Weide einstellen. Ja, sehr gut. So, Futterbonus 7,95%. Ja. Da. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich will eigentlich gerne an den anschließen. Ja. Zack. Einmal dahin. So, haben wir das jetzt platziert? Haben wir. Dein Dorf hat nur wenige Bauhandwerker. Füge weitere hinzu. Ich weiß es, mein Schatz. Das soll so sein. So, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo noch Viecher herbekommen für ihn, damit er auch was machen kann. So, dann ist er hier noch aus... Ah, das ist die Brennholzspalterei, die haben wir, das haben wir so eingestellt. Okay, dann würde ich tatsächlich gerne mal hier zwei Jobs streichen. Ich denke, wir sind mit 44 jetzt ganz gut dabei. Und dann können wir nämlich da von hier aus zwei Bauhandwerker mehr einstellen. Okay. Mensch, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt hoffen wir mal, dass die nächste Ernte hier kommt. Was kriegen wir? What? Nicht im Ernst. 1000? Mega. Können wir die alle aufbewahren? Ja, wird knapp. Geht. Gerade so. Also ihr seht, viel mehr Ernte können wir uns auch nicht erlauben. So. Häuser haben wir auch noch an Kapazität. Das wollten wir so lassen. Wir haben den, das Auto-Upgrade an. Jetzt gucken wir mal, sind das alles schon Typ 2 Häuser? Oh, echt jetzt? Krass. Wir sind auch überall über 30%. 37% hier vorne. Wir brauchen 50 für die nächste Stufe. Ah, easy. Das kriegen wir hin. Ja, durch das neue Upgrade, hatte ich mal erzählt, ne, sind ja die Attraktivitätsstufen, die ihr braucht, wesentlich besser geworden. Also das ist wirklich gut. Ah, sehr gut. Ah, mir gefällt unser kleines Dorf, ganz ehrlich. Und ich würde mal sagen, zum Schluss genehmigen wir uns das mal, dass wir wirklich mal hier einmal durchs Dorf schlendern und uns das mal wirklich mal angucken. Da wird gerade gebetet. Da geht's weiter durch unser Dörfchen. Da geht's raus zum Sand. Wenn wir hier weitergehen, einfach mal querfeldein, dann kommen wir zu unserer Lehmgrube. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir müssen jetzt Steine produzieren und so weiter und so fort. Und der letzte Handgriff für heute ist, den Platz wieder zu aktivieren. Warum? Wir brauchen noch ein bisschen Sand. Wir sind hier... Moment, da brauchen wir es nicht. Genau, da brauchen wir Sand. Und hier bräuchten wir theoretisch noch ein bisschen Sand, damit wir hier ganz gut mit dabei sind. Bei ihm pflanzen wir gerade Unkraut. Also was heißt Unkraut? Das ist ein Kraut, was sehr tiefe Wurzeln hat. Diese Wurzel
saugt sich quasi aus der Tiefe die Fruchtbarkeit und macht das nach oben. Und so habt ihr, so kann sich das bisschen die Tiefe, dadurch, dass es ein bisschen liegen bleibt mit Regen und so weiter, wieder regenerieren. Und ne? Also es gibt ja Flachwurzler, Tiefwurzler, ist egal. Und so eine Wurzel oder so ein Ding sorgt halt dafür, dass hier auch mal vernünftig das Ganze wieder fruchtig wird. Dass die Fruchtbarkeit ein bisschen steigt. Sehr gut. 70%. Der ist wichtig für nächstes Jahr. Da sind wir auch bei 70. Genau. Unkraut ist 0. Das haben wir gut hingekriegt. Fruchtbarkeit ist okay. Da sind wir bei 67%. Da gibt es jetzt auch 2 Jahre Ruhe für das Feld. Da machen wir wieder ein bisschen Klee, damit das hier wieder ein bisschen steigt. Und dann haben wir hier wieder vernünftige Erträge. Und bevor unsere Stadt übrigens weiter wächst, müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen, dass wir nochmal 3 Felder anlegen. Aber hatte ich schon mal darüber gesprochen, da will ich Flachs und Weizen haben, um dann die Weizenproduktion zu starten. Und das ist eher dann so in diesem Bereich. Hier will ich das hinhaben. Alternativ da oben, aber der kleine Fleck ist mir zu klein. Deswegen hier vorne stelle ich mir das vor. Hier allerdings vorher eine entsprechende Mauer hier hin. Das soll dann außerhalb liegen. Und unsere Leute natürlich irgendwann auch mal vernünftig geschützt sind. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, bis zur nächsten Folge von Farthest Frontier. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.